Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Deponia. Wir waren mit diesem Mosaikrätsel beschäftigt. Gucken wir doch mal, ob sich da noch was finden lässt für dieses, für dieses unvollständige Ding. Kieselstein. Nur dieses Schnabelkuscheltier ist noch übrig und sonst, hier können wir ja noch nicht drüber. An die Hupe, wir können an nichts. Dann gehen wir nochmal zurück. So. Rein damit. Lass dir nur Zeit, Rufus. Flupp. Und anschauen. Da fehlt ein Stück Scheibe. Okay. Irgendwie. Irgendwie. Das muss doch gehen. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Okay, heißt das... Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Ich habe eine Befürchtung. Rufus, mach mal. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Klirrtschi! Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit! Verkackt. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Nimm den mal mit. Allerdings auch nicht besser als vorher. Mit gesunden Glassachen. Hey, Sicherungskästen. Was haben wir denn hier? Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Nimm mal mit. So. Was haben wir hier? Ein Sicherungsschalter. Okay. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Ich wäre für Schnabelkuscheltier. Ah, wir haben die Leuchtwarte noch. Oder für die Melodie aus Funky Town. Kannst du jetzt mit Rufus aufmachen? R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Ah. Nanu? Oh, ich sehe. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Nanu? Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Okay, bevor wir jetzt irgendwas machen, Notboot, da kommen wir her. Hier haben wir einen Hebel. Betätigen wir den mal. So. Einfach mal ein bisschen Verwirrung. Da ist ein Schnörkel. Hier ist ein... Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Tja, die lassen sich nicht so leicht rebooten, hä? Schnörkel. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Da können wir vielleicht... Ne? Sieht doch so aus, wenn alle anderen leuchten. Prima Plan. Ich könnte ihn... Na gut. Abbrechen und mitnehmen. Dann eben nicht. Aber jetzt können wir jetzt... Nee, haben wir nichts mehr über. Hä, eine Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Nimm mal mit. Elysium sieht ja wirklich schön aus. Hast du was dazu zu sagen? Ich war noch nie so nah dran. Doch, in deiner Kindheit. Flaggensegment. Flaggenmast. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Natürlich. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Puh. Sollten wir irgendwas anderes dranhängen? Ein Mob? Naja, später. Wir gehen mal wieder runter.
So, was jetzt? Da ist Öltank. Wir brauchen also irgendwas zum Einkippen. Hi. Zappalot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt? Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht. Ja, nein. Aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, nicht zu hintergehen. Den merke ich mir. So, wir haben ja Argus. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Hast du überhaupt irgendwas zum Metzeln? Du könntest sie mit der Sardelle... Bin mal gespannt. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Super. Dann gehen wir eben zurück. Auch nach oben? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Da ist eine Tasche. Sonst haben wir eigentlich nicht mehr viel. Naja. Der Schnörkel sieht noch etwas... Ihr wisst. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Wer hätte das gedacht? Hallo, Cletus. Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Quetschen wir ihn mal ein bisschen aus. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organons den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen.
Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten, was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Mich würde ja viel mehr interessieren, warum fragst du ihn nicht, warum er genauso aussieht? Naja. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Wie er sich freut. Yes! Oh, Junge! Ich bin so gut! Ich bin so... Oh. Hm. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Mir ist es egal, aber Gold wird es nicht gefallen. Ich meine... Du hast alle Fäden in der Hand, er findet Gold nicht. Du kannst ihm jetzt halt... alles andrehen, du hast es doch gehört. Naja, nehmen wir die obere Idee. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Müssen wir eben das hier noch sagen? Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Ja. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür.
Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Okay, sagen wir das einfach so. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz, hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Rufus hat einige Probleme mit seiner Vergangenheit. Die sollte er mal etwas besprechen. Ja, endlich können wir das mal fragen. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Was haben wir denn noch? Das hatten wir schon, das hatten wir also schon. Egal. Ich gehe und hole. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. So, was machen wir jetzt? Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Finger weg! Verdammt! Können wir vielleicht... Seht her! Ich habe mir eine Fahne umgehängt und bin jetzt ein Lord. Da-d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 a. Idiot. Was haben wir denn noch? Ein Mob. Der Mob sieht aus wie seine Frisur. Nur nicht ganz so fettig. Können wir... Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Was haben wir denn noch? Das da. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Mein Fehler. Taschenschlampe. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Na gut. Ich würde sagen, ich beende mal das Video jetzt, bevor es mal wieder abkackt. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wo wir anscheinend Richtung Goal gehen werden. Bis dann, Leute. Bis dann.